Ich stehe hier heute mit Matti. Wir beide wollen heute angeln gehen. Wir haben eine Kindertour zusammen und man lernt hier das ABC des Angelns. Und wir wollen euch gleich mal zeigen, wie man richtig einfach super gut auswerfen kann, denn viel Kraft ist da nicht nötig. Und Matti, der zeigt euch das gleich. Ob am Fluss, am Meer oder Teich, der Angeln ist gar nicht so leicht. Und weil man das nicht einfach so kann, lernen wir es mit Angel-Anni zusammen. Lernen wir es mit Angel-Anni zusammen. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Wir gehen heute auf Barsch und da haben wir so richtig leichte Köder mit leichten Köpfen, also die nicht so schwer sind. Und dann den Köder auswerfen. Geht das überhaupt, Matti? Wollen wir ausprobieren? Braucht man da viel Kraft oder gehört da Technik zu? Das testen wir jetzt mal. Ich habe hier eine kleine Köderbox, du darfst dir einen aussuchen. Welcher darf es sein? Ich nehme den, der sieht witzig aus. Der sieht cool aus? Mhm. Guck mal, der hat auch nur 10 Gramm. Also mal gucken, wie gut Matti damit auswirft. Den machen wir jetzt erstmal dran. Ich suche mir auch einen aus. Ich nehme den frechen Kerl hier. Wie machen wir den Köder ran? Matti macht schon im Hintergrund. Wir machen hier einmal kurz den Snipe vom Ring ab. Natürlich war er nicht direkt im Ring, sondern daneben. Und dann ist hier vorne so eine kleine Öse. Vom Gewicht, da ziehen wir es durch. Nicht vergessen, den Snipe zuzumachen, weil sonst ist der Köder weg. Bist startklar? Ja, das ging ja schnell. Dann wollen wir jetzt, ich lege meine Angel weg und gucken Matti über die Schulter, wie er auswirft und ich stelle ihm ein paar Fragen und wir gucken mal zu, wie er es macht mit 10 Gramm. Was soll ich denn erklären? Wie wirst du denn aus? Worauf kommt es drauf an? Aufs Auswerfen. Jetzt zeig mal, wie machst du das? Ich öffne ich, also, ne? Sieht man jetzt schlecht. Aber ich habe so ein Stück seht nur vorne dran. Genau, ich gucke mir das mal an. Genau, du hast die Schnur so ein Stückchen lang gelassen. Dieses Rollending hier, mit, dass das Silk aufrollt, hier so bei mir. Nehme mit einem Finger das. Habe meine Beine hier so, das Ding. Hast den Bügel aufgemacht. Ja. Zack. 10 Gramm richtig weit geworfen und gar nicht so viel Kraft benutzt, ne? Das ist nämlich Technik, ne? Wichtig ist es, die Schnur im richtigen Zeitpunkt loszulassen. Wo lässt du sie immer ungefähr los? So. Ungefähr auf der Höhe? Ja. Perfekt. Das sah richtig gut aus. Könnt ihr jetzt einfach nachmachen. Ich zeige euch nochmal, wie es geht. Also, erstmal lösen wir natürlich den Haken. Das Vorfach lassen wir ungefähr so lang wie die halbe Rutenlänge beim Auswerfen. Dann drehen wir, wie Matti schon gesagt hat, den Knopf bis zum Finger, damit ihr so ganz einfach die Schnur nehmen könnt. Und ich zeige euch das mal ein bisschen dichter. Das Problem ist, wenn ihr das hier habt, dann nehmt ihr die Schnur und dann seht ihr das schon. Dann wickelt sich das, wenn ich jetzt noch aufmache, löst sich die Schnur gar nicht, sondern und dann werft ihr aus und dann wickelt sich die ganze Schnur hier unter. Deswegen diesen kleinen Knopf immer auf Höhe der Rute, damit ihr ihn ganz einfach nehmen könnt. Dann Bügel auf. Warum den Bügel auf? Weil jetzt wickelt sich ja die Schnur ab. So hält der Knopf die Schnur fest. Du bist sozusagen mit deinem Finger jetzt der Knopf. Dann immer nach hinten gucken. Nicht, dass jemand hinter dir steht. Nein, keiner da. Köder nach hinten. Und jetzt erst, wenn du auf 1 Uhr, 10 Uhr, je nachdem, wie du die Uhr lesen möchtest, mit der Route gleich bist, da lässt du den Finger los und der Köder fliegt richtig weit. Und du brauchst gar nicht viel Kraft. Die rechte Hand ist deine Haupthand. Die bleibt so. Hier unten machst du die linke Hand hin. So wirfst du jetzt auf. Niemals beim Auswerfen die Hand lösen, sondern lieber die. Weil hier hast du richtig einen Finger zwischen und du kannst sie nicht ins Wasser werfen. Dann ist der Köder im Wasser. Bügel umklappen und ihr könnt anfangen zu kurbeln. Yay, Matti, erster Fang. Was hast du denn da gefangen? Ja, Muscheln. Muscheln. Kannst du deiner Mama mitbringen fürs Badezimmer als Deko. Da liegt er. Ganzer Haufen mit Schnur. Ganz viel Müll.
sogar, glaube ich, noch ein alter Köder drin. Ne? Tatsächlich, guckt mal hier. Da ist sogar noch ein alter Köder. Und deswegen kommt das nicht zurück ins Wasser, sondern landet direkt im Müll. Ich habe gerade abgerissen, habe nämlich schön über den Baum geworfen. Und eigentlich kann man es meistens lösen, diesmal ging es aber nicht. Ich habe jetzt hier ein Vorfach aus Fluorocarbon, weil die Barsche das nicht so wahrnehmen. Das ist nicht so sichtig wie ein Stahlvorfach, trotzdem relativ dick, weil in den Gewässern einfach sehr viele Hechte sind. Das ist eine Stärke von 40-45, damit, wenn sie doch mal zubeißen, die Hechte, sie auch hängen bleiben und nicht durchkappen und dann mit dem Köder wegschwimmen. Am Ende, seht ihr, habe ich so einen kleinen Wirbel. Da ist oben so eine kleine Öse. Da fädle ich jetzt ganz einfach die Schnur durch. Dann habe ich ein langes, was an der Rute dran ist, und das kurze. Mache hier zwischen meinen Finger. Und jetzt wickele ich das kurze Ende 8-mal um die Schnur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ist da, wo mein Finger drin ist, eine Schlaufe entstanden, wenn du das siehst. Da kommt das Ende der Spitze der Schnur rein. Dadurch entsteht jetzt hier hinten eine Schlaufe. Da fädel ich die Schnur jetzt auch durch, nehme sie jetzt in den Mund und ziehe sie fest mit ein bisschen Spucke. Und das hier sitzt bombenfest. Jetzt das kleine Ende abschneiden, nicht das große, das kleine Ende. Das natürlich in die Tasche oder direkt in einen Mülleimer. Unten ein neuer Köder dran und fertig. Jetzt wird der Köder gesichert und was ist das Wichtige? Dass man die Spitze nicht an die Schnur hat, sondern an diesen Bügel. Genau, die darf niemals der Haken hier direkt in die Öse, weil dann geht es vielleicht kaputt. Und wenn du einen Hecht hast, dann ist hier so ein Haken, so eine Macke drinne und dann zack, ist die Schnur ab. Deswegen hier an der Seite ein. So kann nichts kaputt gehen. Genau, nochmal ein bisschen festziehen mit der Rolle. Und schon ist der Köder gesichert und wir können einen Spotwechsel machen. Über die Planke, rüber zu den Haien. Oh ja, hier sind ordentlich Fische, ne? Mhm. Aber nicht die wir wollen. Mhm. Plötze, Rotfedern. Wir wollen aber Barsch. Mir hat gerade so ein Hecht das Ende des Gummiköders abgebissen. Jetzt brauchen wir einen neuen. Genau, hat er auch rot dran. Also hinten, der Schwanz war rot und schwuppdiwupp war er ab. Deswegen gibt es jetzt mal eine grellere Farbe mit einem roten Jigkopf dran. Mal sehen, ob du den Hecht nämlich jetzt rausholst. Oh, auch wenn wir auf Barsch unterwegs waren. Ein Hecht wäre auch nicht schlecht, ne? Der Hecht zieht wieder mit ins Wasser. Ja. Nee, ich glaube, der war nicht so groß. Aber man weiß nie, aber Kescher haben wir dabei. Den kriegen wir dann schon raus. So, dann viel Erfolg. Mhm, danke. Stahlvorfach hat er auch vor. Also wenn der Hecht beißen sollte, dürfte eigentlich nichts passieren. Der ist ein bisschen schwerer, merkst du, ne? Ja. Die Spitze biegt sich jetzt auch ein bisschen durch. Das macht nichts. Guck mal, du wirst dadurch genau weiter. Gut abgefangen, fast ins Schild. Mhm. Oh, Wackelstehen. Ja. Vergessen. Aber war ein perfekter Wurf vom Schild. Aber merkst, wenn er schwerer ist, dann kommst du natürlich viel weiter. Brautfisch Nummer 2. Oh, auch wieder mit Muscheln. Matti hängt leider im Baum. Kriegen ihn auch nicht raus. Ich habe es jetzt schon probiert, indem wir die Schnur genommen haben und direkt an der Schnur gezogen haben, weil man doch mehr Kraft damit ausüben kann. Dann müssen wir den Bügel aufmachen. Wir nehmen die Schnur, wenn wir sie dann erwischen. Hier auf dem Steg ist natürlich immer schwierig. So. Jetzt nicht einfach abschneiden, sondern zieht euch so viel Schnur wie möglich ran. Weil das Problem ist natürlich, bleibt er jetzt hängen. Das ist nicht so naturfreundlich, können aber das nicht ändern. Also ziehen wir. Schnitt. Soll ich nicht fallen, ich glaube. Jetzt will Matti den Knoten selbst machen, den ich euch vorhin gezeigt habe. Wir haben ein Stück Stahl.
Hier vorne ist eine Öse. Da fädelst du das jetzt einfach einmal durch. Nimmst das Stahl in die linke und die Schnur in die rechte. Fädelst es einmal durch, genau. Dann nimmst du sie so doppelt und machst hier deinen Finger rein. Mhm. Und wenn du das dann hast, nimmst du das Stück, was locker ist und wickelst es achtmal so rum, lässt den Finger aber so schön da drinnen. Okay, probier aus. Jetzt guck mal hier, wo dein Finger ist, ist ja eine Schlaufe entstanden. Dann nimmst du jetzt die Schnur, das Ende der kleinen Schnur und fädelst es von hinten in diese Schlaufe ein. Dann ist hier hinten auch eine Schlaufe entstanden, da fädelst du das Ende auch wieder durch. Genau, hältst es fest. Guck mal, wie sich das schon zusammenzieht. Jetzt nimmst du deinen Finger hier vorne raus und jetzt kannst du hier hinten schieben. Fertig ist der Knoten. Richtig fest nochmal ziehen. Dass er sich richtig festmacht. Sehr schön, guck mal, das ist ein 1A-Knoten geworden. Das Ende schneiden wir ab und wie schon gesagt, die Schnur schmeißen wir nicht weg. Die tun wir in unsere Tasche. Und dann Köder ran, Spotwechsel. Ich glaube, wir gehen nämlich jetzt erstmal eine Runde baden, denn es trieft. Ich bade meine Füße, ich glaube, du springst rein. Vorher schneiden wir ab, machen Köder dran und gehen dann zur Badestelle. Wir haben heute 34 Grad. Es ist so mega warm und dementsprechend wollen die Barsche auch nicht beißen. Deswegen werden wir morgen ganz entspannt auf Rotfedern und Blötze gehen. Die werden auf jeden Fall beißen, denke ich. Aber heute wird es schwierig mit Barsch. Wir gucken mal. Aber jetzt wird erstmal gebadet. Herrlich, schaut mal. Hier wollen wir reinspringen? Ja. Das sieht auch gut aus. Das Wasser ist sogar pipi warm. Wir werden uns jetzt ein bisschen abkühlen und dann gleich am Steg hier nochmal versuchen, ob wir einen Barsch erwischen. Wir jetzt erstmal baden und nachher gibt es auch noch ein Eis. Matti war so verrückt und ist mit seinen ganzen Klamotten komplett rein. Ist also klitschnass, aber bei 34 Grad ist das total egal. Ich bin schon wieder komplett trocken, Matti trocknet auch gerade. Und wir gucken jetzt nochmal, ob bei diesem Wetter ein Barsch beißt. Also ich befürchte nein, aber dennoch haben wir einen Knoten gelernt und ein bisschen auswerfen. Das ist auch was. Aber man gibt nicht auf, die Hoffnung stirbt zuletzt und zur Not muss es nachher ein Fischbrötchen oder ein Eis geben. Willst du deine Käppi lieber wieder aufsetzen? Ist ganz schön warm. Durch die Käppi wird es noch wärmer. Okay, sonst macht die Haare ein bisschen nass. Immer wichtig, Kinder kühl halten und viel trinken bei so einem heißen Wetter. Muss man gut aufpassen. Am besten wäre es noch, wenn er eine Käppi trägt. Ich bin froh, wenn er sie zwischendurch trägt. Ist ja auch so ein Alter, ihr wisst es, liebe Eltern. Da haben wir Erwachsenen ab und zu ganz schön zu kämpfen, ne? Also solange er nass ist und Haare zwischendurch nass macht, wird das schon. Und nachher gehen wir mal wieder ein bisschen in Schatten. Hier ist nämlich jetzt gerade gar kein Schatten, aber eben der letzte Spot war sehr schattig. Muss man immer gucken, dass man jetzt hier in der Sonne nicht zu lange bleibt, solange er ohne Cap rumläuft. So, nicht sabbeln, nur ein nasser Köder fängt. Mal schauen. Erzähl mal, wie bist du eigentlich zum Angeln gekommen? Zum Angeln bin ich gekommen, dadurch, dass ich einen Angler gesehen habe. Dann habe ich Opa angerufen und gefragt, ob er mit mir angeln geht. Und dann habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt. Und hast du auch einen Angelkumpel? Ja, Toni. Und dann in den Ferien geht es immer zu Opa? Der wohnt nämlich in der Nähe von Opa und dann geht's angeln, ne? Und was angelt ihr da so? Meistens Forelle. Manchmal kommt auch Karpfen anhaken, aber meistens Forelle. Und was ist dein Lieblingsfisch bis jetzt? Forelle. Sehr schön. Und jetzt gucken wir noch mal, ob wir hier einen Fisch kriegen. Wir sehen sie. Sie kommen auch hinterher, aber bis jetzt? Aber sie stehen tatsächlich hier vorne ziemlich flach. Wir sind am Eis essen. Die Fische wollten noch nicht. Wir gehen gleich noch mal an einen Spot. Da ist richtig schön schattig. Vielleicht sind da die Biester am Beißen. Aber ich glaube nicht. Aber morgen treffen wir beide uns noch mal auf Friedfisch. Und gehen noch mal eine Runde Friedfisch angeln. Weil bei den Temperaturen, glaube ich, ist es schlauer. Oder in den Abendstunden. Und wir sehen uns nächsten Sonntag. Da kommt nämlich das nächste Video. Weil wir essen jetzt erstmal gemütlich unser Eis auf. Ja, Martin? Cool.